willkommen zu diesem Video. Ja, es kommt kein Intro, sondern nur eine ganz kurze Bekanntmachung. Und zwar, dieses Video entstand mit einer Zusammenarbeit von einem, also ja, Freund von mir. Und ja, er hat für mich halt ein Skript geschrieben, der hoffentlich ziemlich lustig sein soll. Ja, genau, ich habe schon Mario gespielt, wie man sieht. Ja. Und ja, ich habe den jetzt durchgelesen. Ich fand ihn lustig. Ich hoffe, ihr findet ihn auch lustig. Und natürlich, wie ihr jetzt bestimmt alle denkt, dürft ihr für mich auch mal ein Skript schreiben. Und zwar, wenn einer von euch da draußen oder halt mehrere eine Skriptidee haben, die können die natürlich schreiben. Mir dann per Instagram, bei Instagram dann schicken. Oder halt bei meiner E-Mail-Adresse, die ist bei der Kanalinfo bei YouTube verlinkt. Genau, so dass ihr dann mir das schicken könnt und danach lese ich mir das durch. Und wenn ich es gut finde oder sehr gut, dann mache ich das auch so. Also ich habe das jetzt mal als Vorbild genommen. Also ich fange mal damit an. Und wer eine andere Idee hat oder eine noch bessere zu einem Skript, halt entweder zu Betrio Show oder zu Keks berichtet, dann macht das. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, mein Peter, wie warst du bei der Arbeit? Ach komm du, hör mir auf mit dem Geloppe, die hat da alle eine Klatsche weg. Wieso? Die haben mir heute auf Arbeit gesagt, ich sollte mehr Teamwork machen. Da dachte ich so zu mir, ja Peter, ein bisschen Teamwork hat noch niemandem geschadet. Ja, danach habe ich erstmal alle Computer an die Verteilerdose von Brigitte angeschlossen, sodass wir erstmal alle ein bisschen miteinander verbunden sind. Doch dann hat die komische Dose angefangen zu qualmen. Ja, und jetzt bin ich arbeitslos. Schon wieder. Willst du vielleicht was von meinem Sandwich haben? Nee, danke. Ich hab mir selber was geschmiert. Sag mal, hast du dein Brot in Alufolie gepackt? Ja, sicher. Warum nicht? Ja, das ist doch total schädlich für die Umwelt. Mensch, Peter, ich hätte vielleicht Besseres von dir erwartet. Ja, aber man kann doch so schöne Hüte draus basteln. Das hat mir letztens einer auf der Straße gezeigt. Das waren doch komische Leute. Von denen solltest du dich lieber fernhalten. Aber es gibt ja die Brotbüchse als umweltfreundliche Variante. Och, hör mir auf mit dieser neumodischen Technik. Mit der, die hab ich schon nie recht verstanden. Außerdem kann man diese dämlichen Brotbüchsen nicht schön auf den Kopf setzen. Wie diese wundervolle Alufolie. Thank you.
Eine Brotdose dient aber ja auch nicht als Schmuck, sondern als Transportmittel für köstliche Nahrung. Mensch! Jo, aber heutzutage kann man doch erwarten, dass ein Produkt mehr als einen Verwendungszweck hat, oder? Wieso sollte man das denn erwarten? Weil Fortschritt! Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Moin, Leine! Ich hab euch nur so ein Vorbeigehen gehört und war euch nur so, ich fänd Brotbäcksen sau geil! Richtig geil! Aber die Hüte! Du hast es kapiert, mein Junge! Nur die Alufolie kann uns vor der großen Modeindustrie retten. Die Idioten wollen jetzt eine Ohne verrückt machen! Und die Regierung wird ja vom Kollegen reden! Ah ja. Und du bist dir sicher, dass du diese Alufolienhüte noch länger tragen willst? Wo kann ich mir eine Brotbüchse kaufen? Oh, jetzt ist Peter wieder voll da!